Ja, was soll ich sagen? Also eine Herausforderung ist es auf jeden Fall, mit dem Ding da vorne zu fahren. Aber es geht. Wir sind irgendwie angekommen bei uns zu Hause. Jetzt nur noch hier noch einbauen. Genau, ein bisschen rüber driften. Das passt dann schon. In die Einfahrt rein, dann können wir es eh schon abhängen. Oh, und da haben wir schon die Werbetafel für das neue Göbel-Pack. Und in dem Moment von lauter Ablenkung bin ich gegen dieses blaue Auto gefahren. Tja, tut mir sorry, ich mache einen Zettel ran. War nicht da, habe nichts gesehen. Stellen wir das Mehrwerk da einfach mal dabei hierher, weil wir das brauchen wir dann eh gleich. Zack und zack. Haut es uns ganz schön zurück. Richtig nice. Wir werden natürlich erstmal mit unserem bisschen verbleibenden Geld irgendwie versuchen müssen. Ich meine, klar, wir können die Kühe auch verkaufen, wir können den Kuhstall verkaufen. Aber Leute, wir wollen das ja. Also ich meine, genau deswegen habe ich das Ganze jetzt auch hier wieder gestartet auf der kleinen Insel oder auf der kleinen Welt. Und eben auch mit wenig Kohle. Ich möchte auch ganz gern mal wieder ein bisschen von unten anfangen. Dann dauert das halt 2, 3 Episoden. Dann haben wir unsere erste Million. Also so, plus minus. So ungefähr ist jetzt mal der Plan. So. Das Ding hat, glaube ich, keine Hydraulik zum Anschließen. Ich hoffe, es geht trotzdem. Es wäre sehr schlecht. So, ich habe schon einmal noch kurz das Ding hier fertig gemacht. Und dann drehen wir einmal da oben kurz in einem Turbomodus um. Flunk. Schmeißen das Schneidwerk an. Und dann sollte das wunderbar, es funktioniert. Und schon haben wir eine deutlich größere Arbeitsbreite. Dementsprechend werden wir auch noch schneller voll. Also sollte zumindest normal so sein. Aber dann haben wir auch später nicht mehr so viele Probleme mit dem Stroheinfahren. Genau. So, das heißt, wir können einmal den Auftrag hier abbrechen. Weil machen tun wir den auf jeden Fall nicht. Abschließen, genau. Düngen, das sind schon eher so meine. Also Feld 15 Pressen. Feld 15, wo ist denn das? Da hinten, da kannst du mir mal. Ah, ist viel zu viel Arbeit. Feld 9 Düngen ist da oben. Das wäre schon eher meins. Was ist denn da drauf angebaut? Ja, das will ja keiner. Haben wir irgendwo Mais drauf? Hallo? Hallo? Nein? Nirgendwo? Scheiße. Ich dachte, ich könnte irgendwo ein Maisfeld kaufen, damit wir Maisballen pressen können mit der Göbel. Naja, ist es halt so. Aber den Auftrag da oben, den könnte ich mir schon vorstellen, dass wir den noch mitnehmen. Den düngen, das heißt Vertrag akzeptieren, da brauchen wir auch nicht. Den machen wir später einfach dann noch kurz mit unserem Ding. So, einmal runterfahren, das Ding ist quasi voll. Im Endeffekt eigentlich logisch, dass dem so ist. Aber das macht gar nichts. Wir machen den hier einmal ganz kurz aus und steigen in den wieder ein. Da mal Motor laufen lassen, das ist auch immer ganz toll. Wir stellen ihm jetzt einfach einen Hänger hier oben hin. Na, komm da hoch. Dann können wir nämlich vielleicht, wenn wir es immer gerade erreichen, dass wir den dann einmal ausleeren. So. Packen wir den jetzt hier ganz elegant da. Na, abkoppeln. Wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen nervig, aber irgendwie finde ich, passt es schon eigentlich auch gut dazu. Das Manual Attachment. Sofern es denn immer gut funktioniert. Der Kipper hier, der gefällt mir übrigens auch sehr gut. Also der Made by Rudolf, der ist eine schöne Größe. Und trotzdem noch sehr geschmeidig, vor allem mit der Hintergelenk, also mit der zwangsgelenkten Hinterachse. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon fein hier. Und es geht auch ordentlich was rein, muss man auch ganz klar sagen. Wobei der Drescher natürlich absolut kein Wert ist. Gut, dann können wir nämlich, während der noch abbunkert, kurz mal den hier starten. Und so leid es mir tut, Leute. Also, ich habe gesagt, den müssen wir bald verkaufen. Das werden wir auch. Aber bis dahin, die Farbe muss sich ändern. Das Ding, das kann doch nicht dem Entwickler sein Ernst sein. 3 Punkt, bla 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 bla. Hauptfarbe. Valtra. Also alles. Alles. Ist es alles umsonst? Nee, es kostet, der Rest kostet schon. Dann machen wir halt von mir aus alles in Blau. Aber das andere ist ja furchtbar. Was ich gerade eben auch noch gesehen habe, ist, diesen Traktor, den gibt es auch als stufenlos. Ja. Wir haben jetzt hier die manuell plus Lastschalt.
Und den gibt es leider erstmal nur in diesem Manuell plus Lastschalt. Aber dann gibt es ihn auch als stufenlos. Und zwar auch in verschiedenen PS-Zahlen. Unter anderem bis zu 200 PS stufenlos. Für 38.000 mehr. Ganz ehrlich, ich glaube, das Ding behalten wir doch. Weil das Problem ist, Lastschalt ist einfach kacke. Ja, es ist, ich sag's wie es ist für den Arsch. Da komme ich einfach absolut nicht klar damit. Wo ich auch nicht klar damit komme, ist, dass ich vergessen habe, meinen Drescher-Fahrer wieder einzustellen. Hallo? Hallo? Ja, ich brauche nur tappen. Der darf nämlich hier ruhig arbeiten. Von dem her wird der Valtra nicht weggehen. Also ich sehe den eigentlich schon als unseren wirklichen guten Hoftraktor. Reicht mir das? Ja, das reicht. Den können wir dabei mal lassen. Der hier, den hier sehe ich schon eher weggehen. Das ist absolut nicht mein Fall. Da gibt es viele, die den feiern. Ich gehöre definitiv nicht zu denen. Absolut nicht mein Ding. So, einmal das hier anschließen. Dann hoffen wir mal, dass der Kleine das hier überhaupt packt. Weil wir haben hier schon einen Leistungsbedarf und wir haben bei dem Traktor jetzt hier nicht so immens viel. Also wie gesagt, wir können noch auf 200 ausbauen. Aber eigentlich wollte ich das jetzt noch nicht gleich machen, weil wir eigentlich kein Geld haben. Aber das schauen wir mal. Oh, ich glaube, ich bin wieder auf C gekommen, oder? Ja. C mag das Spiel am Anfang immer überhaupt nicht. Ich weiß nicht wieso. Und jetzt habe ich mich hier ein bisschen festgefahren. Eieieiei, den schönen Hühnerstall eingedrückt. So. Und bevor wir losfahren können, müssen wir dann sowieso schon wieder oben einmal den Helfer umdrehen. Breitablage, Schwadablage, definitiv. Ja, und es ist tatsächlich so, wie ich befürchtet habe. Er kommt damit nicht klar. Er ist viel zu wenig motorisiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hintere Mähwerk ausschalte, dann gibt er Gas. Ne, das hat keinen Sinn. Schäse. Schäse, Schäse, Schäse. Da müssen wir da wohl mehr PS investieren. Ach, und es geht sogar Gras kaputt, wenn ich drüber fahre? Interesting. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Bei Fruchtzerstörung. Dass da sogar Gras kaputt geht. Das heißt, wir upgraden den hier gleich mal auf die 200 PS. Gleich nachdem wir den hier wieder ausgeleert haben. Bleibt uns leider nichts anderes übrig. Weil wir sind bei 70% mit einmal runterfahren. Dafür sind wir halt schneller fertig. Ja. Aber der Drescher, früher oder später, wird er natürlich getauscht. Vielleicht tatsächlich sogar auch erstmal auf den gelben dann. Ich meine, das Schneidwerk ist ja jetzt erstmal von der Größe her, muss man mal ganz klar sagen, von der Größe her ist das Schneidwerk ja für die Flächen, die wir hier haben, erstmal vollkommen ausreichend. Also erstmal brauche ich kein größeres, das hat 8,5 Meter, das reicht mir vollkommen. Aber der Drescher, das Volumen von dem Drescher ist halt ein Witz, also der müsste halt schon mal irgendwie so 2, 3, 4 rein, wären schon irgendwie geil, dass er es schafft. Mit dem gelben Drescher würden wir, glaube ich, 3 Reihen schaffen. Weil es doppelt so Ding und wir schaffen jetzt ungefähr 1,5. Also der New Holland Drescher wäre vielleicht früher oder später eine Option. Wir müssen aber auch einfach mal schauen, was beim Händler dann mal mit der Zeit so auf uns zukommt. Was hier drin ist, ist absolut alles uninteressant. Das heißt, wir schnurken gleich mal wieder zu dem weiter und upgraden den da. Ja, es hilft einfach nichts. Wir brauchen die Motorausführung mit stufenlos, 200 PS, alles andere macht keinen Sinn, weil dann haben wir wieder Last schalten, kostet zwar 28 oder halt dann 165 PS, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Das heißt, wir gehen direkt auf stufenlos 200 PS, 38.000 sind beim Teufel und wir haben noch 26k. Wir können noch ein paar Sachen verkaufen, so ist es ja nicht. Q, Y, lang Y, kurz Y, was das jetzt schon? Also es werden nicht alle Stecker angesteckt, okay. So, Motor starten. Und wenn er es jetzt nicht schafft, dann bin ich aber ein bisschen fuchsteufelswild. Wir können da noch ein bisschen breitere Reifen drauf machen, muss ich sagen. Die sind mir noch ein bisschen zu schmal. So. Das sollte doch jetzt klappen. Hä?
Wunderbar. Während der ausklappt, laden wir hier mal wieder ab. Es hilft halt einfach nichts. So. Was ich auch gerade feststellen musste, ist, dass wohl der Ingame-Sound auf 10% heruntergedreht war. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit absolut nichts vom Motorengeräusch gehört. Tut mir sorry. Habe ich irgendwie übersehen. So. Schmeißen wir den an. Problem ist, jetzt ist es mir ein bisschen zu laut. So. Störung V und ab geht die Katze. Und diesmal kommt er auch zum Zug. Also, er fährt zumindest. Das ist doch sehr schön. Also, die 200 PS stufenlos. Jetzt in dem Traktor. Ja, im Prinzip, man hat schon recht. Lieber früher als später diese Investition tätigen. Aber wir sind halt jetzt wirklich echt schon langsam knapp dabei. Wir haben noch einen Traktor, den wir verkaufen können. Ohnehin auch wollen. Ja, also den anderen Waltra, den wollen wir sowieso loswerden. Ich sehe gerade, wir haben ja auch ein Gewächshaus. Das müssen wir auch lieber jetzt dann mit Wasser mal befüllen. Aber ich glaube, wir haben nicht mal ein Wasserfass. Das heißt, auch das müssen wir uns erst noch besorgen. Ja, dann kommt halt wenigstens da ein bisschen passives Einkommen rein. Und ich sag mal, so viel passives Einkommen ist immer gut. Egal in welchem Spielmodus du bist. Oder egal in welchem Spiel du bist. Passiveinkommen ist immer das schönste Einkommen. Nichts dafür zu tun. So, ich schätze mal nicht, dass wir da weiterfahren dürfen. Das heißt, wir nehmen hier gleich mal den Weg nach da hinten. Schneiden noch ein paar Büsche zusammen. Die müssen das abkönnen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Feld hier gedüngt ist. Gras. Ist doppelt gedüngt, sehr schön. Das heißt, das lohnt sich hier auch gut. Ich bin mir eh noch unsicher, wie wir das jetzt machen, weil wir wollen ja die Kühe eigentlich gleich mal füttern, um Milch zu produzieren. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ist das eigentlich theoretisch ja nicht unser großes Ziel. Aber wenn wir die schon haben, können wir die gleich mitnehmen. So, schafft das bis da hoch? Ich wette mit euch, ihr schafft es nicht bis da hoch. Bin mir fast sicher, dass es nicht schafft. So, einmal rundherum gemäht ist. Wunderschön. Mit 200 PS geht das halt dann doch. So, schafft es oder schafft es nicht? Nee, nie und nimmer schafft er das. Never ever. Das heißt, ich kann eigentlich gleich schon mal losstarten. Mit dem anderen. Machen wir den dabei aus. Ja, seht ihr? Und 100%. Ich weiß gar nicht, was er dann noch so lang tut. Wir werden jetzt einfach einmal kurz oben ausleeren und dann nehmen wir das Ding noch mit nach unten. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Getreide für die Hühner, ja. Denn die Hühner, die können wir uns wenigstens noch leisten und Eier waren schon immer eine lukrative Sache. Von dem her, Hühnerstall voll machen. Definitiv, wir haben ihn schon. Ich weiß gar nicht, ist das der große oder der kleine Hühnerstall? Gibt es da unterschiedliche Größen? I don't know. Tiere. Ist das noch das sonstige? Achso, Hund, ja. Ist da mehr? Ja, ein bisschen mehr. Ah, da passen 100 Kühe rein? In den Stall, den wir haben? Sehr schön. Also, okay. Und das müsste der sein. Ja, das ist der. Sehr schön. Okay, cool. Pferde, Schweine, Schafe, Hühner. Was haben wir für einen Hühnerstall? Wir haben Hühnerweide. Für 30 Hühner. Okay, das lohnt sich halt nicht. Dann würde ich sagen, verkaufen wir direkt die Hühner, den Hühnerstall. Und investieren in den Bayerischen Hofpack-Hühnerstall. Der kostet nur 9000. Und da passen 360 Hühner rein. Und dann nehmen wir die her. Weil wenn man jetzt das Getreide da drüben in den anderen Hühnerstall reinkippen, bis das wieder verbraucht ist, das macht schon fast keinen Sinn. Das heißt, wir gehen einmal ganz kurz ins Tiermenü rein. Ja, seht ihr hier, wir haben 20. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das heißt, Hühnerstall einmal abreißen. Es hilft nichts. Also, Hühnerweide. Muss ich erst wahrscheinlich die Tiere rauskicken.
gut, dann verkaufen wir halt erst die Tiere und dann reißen wir weg. Und dann haben wir Getreide für 360 Hühner. Und da bin ich wieder. Der Hühnerstall ist ausgetauscht, Hühner sind gekauft. Aber natürlich, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist einfach so viel billiger, du kaufst dir die Hühner, ohne dass sie halt sofort Eier legen. Dafür kosten sie halt einfach nur ein Zehntel davon. Und du brauchst sie ja sowieso nicht von Anfang an füttern. Das heißt, du verlierst deswegen auch nicht Getreide, weil Eier legen tun sie ja sowieso erst, wenn sie alt sind. Dann dauert das halt ein Jahr, bis wir Eier produzieren. Aber dafür jetzt, ich glaube, 60 Hühner, 3600. Und du brauchst ja, glaube ich, 5 mal 60 oder so. Also, nö. Da kaufe ich das Ganze lieber für ein paar hundert Euro. Unser Helfer hat in der Zwischenzeit mehr oder weniger gut gemäht. Also ein bisschen was hat er stehen lassen, aber ja, da habe ich schon Schlimmere gesehen. Daniel, Marinus. Nee, alles gut. So, das heißt, das können wir wieder zusammenklappen. Ich habe den Hühnerstall, ich habe ein bisschen übersehen, dass der so groß ist. Deswegen habe ich den hier ein bisschen reingebarzt, dass man hier trotzdem noch durchfahren kann, aber ja trotzdem hier positionieren kann. Das passt dann schon. Finde ich eigentlich ganz nice, wenn das alles hier so ein bisschen in der Nähe ist. So, dann fahren wir das wieder in die Hütte rein. Denn ich glaube, ein weiteres Grasfeld haben wir nicht und brauchen wir vorerst nicht. Was ich jetzt vielleicht ein bisschen übersehen habe, sehe ich gerade. Wir bräuchten eigentlich Heu. Das heißt, ich hätte eigentlich auch die Breitablage nehmen können, nicht? Ich hätte die Breitablage nehmen können. Jetzt passen wir mal auf. Uns gehört ja da doch noch ein bisschen was an Gebiet. Gibt es da irgendwie vielleicht noch ein Gebiet, wo man ein bisschen mitmähen kann? Wenn man jetzt hier mal so schaut, kann man hier irgendwo ein bisschen was ausmähen. Hier laufen Leute rum. Ich weiß auch nicht, ob es hier wieder so Sachen gibt, die man entdecken kann und finden kann. Ja, es lohnt sich fast nicht. Hier kriegst du vielleicht einen Heuballen raus. Und das Problem ist, die Kühe sind eigentlich sofort zu füttern. Haben wir denn noch irgendwo ein Grasfeld? Ja, Feld 2 und Feld 15. Feld 2, Feld 15, Feld 17. Und was kosten die? Ja. Gut. Dann hilft's nichts, weil wir brauchen eigentlich Heu. Und wenn wir Heuballen kaufen. Ich meine, das Problem ist, wir hätten halt jetzt Silageballen gemacht. Was grundsätzlich ja auch nicht verkehrt ist. Haben wir überhaupt? Wir haben eigentlich gar nichts zum Ballenpressen, gell? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen komplett irgendwie vertan. Das Problem ist aber, irgendwas zum Ballenpressen brauchen wir ja sowieso. Weil erstens haben wir jetzt einen Haufen Stroh rumliegen. Dann haben wir. Ja, einen Schwader haben wir drüben, gell? Dann selbst wenn wir jetzt Heu machen würden, wo würden wir denn das Heu hinstellen? Oder wie würden wir das einlagern? Wir haben ja auch keine Heulagerung. So, ich vergesse immer, dass ich bei denen auch Q drücken muss. Sollen wir das jetzt einmal mal hier drüben hinstellen, das dreckige Ding? Das ist eingeklappt. Gut, folgendes Problem. Ich kann ja noch 500.000 Schulden aufnehmen. Ja, also das ist jetzt nicht so das Problem. Aber wir brauchen Heu für die. Wir haben noch nicht mal irgendwie eine Art von Futtermischwagen, oder? Wir haben hier ein Güllefass, wir haben einen Ladewagen. Wir können mit dem Ladewagen können wir was einfahren, aber wir können uns keine Mischration machen. Ha! Irgendwie hat dieser Hof weniger Zeug, als ich gedacht habe. Das Problem ist mit den Kühen. Was wäre, wenn wir jetzt nicht die Kühe versorgen, sondern die Kühe. Gesundheit. Die Gesundheit ist bereits gesunken und dadurch ist schon wieder. Und der sinkt jetzt wahrscheinlich gleich nochmal, weil die Zeit nämlich vorspult. Ich glaube, das Gescheitste ist, wir verkaufen die Kühe. Jetzt, wo es noch ein bisschen Geld dafür gibt. Wir hätten sie gleich am Anfang verkaufen müssen. Aber jetzt gibt es wenigstens 9000 dafür. Wir haben nämlich nichts, um die Tiere zu füttern. Das ist mein Problem.
Wir haben weder das Geld noch die Ressourcen, um uns um die Kühe zu kümmern. Zum aktuellen Stand. Und ich glaube, wir hätten sie eigentlich noch Scheiße, da jetzt nochmal, was weiß ich, 2000 mehr gegeben. Egal. Dann konzentrieren wir uns lieber noch auf das Zeug, weil zum Beispiel hier, wie gesagt, wir haben ja hier ein Gewächshaus. Das Beste ist eigentlich alles hier auf direkt verkaufen zu gehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es besser war, man bleibt bei einem oder man macht alle drei. Weiß ich echt nicht mehr. Ich glaube, es war besser. Erdbeeren. Zyklen pro Monat. Kommt da halt nicht so viel raus. Die Frage ist, wenn Erdbeeren und Tomaten, wenn die Hälfte an Salat einbringen, dann macht es Sinn. Preis 3,3. Ja, das ist... Okay, also wenn dann Tomaten... Und Salat. Dann machen wir Tomaten und Salat, aktivieren wir. Das heißt, wir brauchen Wasser. Dafür brauchen wir wiederum ein Wasserfass. Und das, glaube ich, war bei diversen drin. Da ist das Käse-Dingsbums. Aber nicht das Wasserfass. War das bei Tierhaltung drin? Da gibt es ein Wasserfass. Für 3, da passen 2000 Liter rein. Da passen immerhin 7000 Liter rein. Da haben wir auch nochmal jedes Mal. Ja, schau doch mal, was das Zeug alles kostet. Also die Tiere, die hätten wir jetzt auf keinen Fall füttern können. Den können wir uns eh nicht leisten. Das heißt, es wird wieder dieser typische Joskin-Hänger. Es hilft nichts. Ich weiß noch nicht mal, wo wir hier Wasser haben in der Nähe. Haben wir hier irgendwo einen Bach? Ja, hier drüben, gell? Gut. Dann können wir zumindest das Gewächshaus damit betreiben. Und dann brauchen wir aber immer noch Geld für... Gut, das einzige Problem ist auch, wir bekommen jetzt keine, also zum Beispiel das Güllefass, das können wir jetzt auch verkaufen wieder. Weil wir haben keine Verwendung dafür. Ja, es hilft nichts. Es hilft nichts. So schön, oder so schade, dass es jetzt auch wieder ist. Das ist immer das, wenn du halt mit dem Zeug startest, dass du halt, dass der Entwickler der Map halt vorgibt, kommst du halt eigentlich nicht weit. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt sinnig ist, dass wir jetzt halt hier zwei Sachen auf eins zusammen... Da ist es schon fast zu überlegen, wir verkaufen den ganzen Plunder. Sprich den Schwader, den kleinen Ladewagen, das Güllefass, alles raus. Und dafür auf eine Ballenpresse auf jeden Fall gehen. Eine gescheite Sämaschine vielleicht. Ja, das machen wir. Es hilft nichts. Ja, weil wegen 20 Kühen, erstens, was ich da jetzt noch alles gebraucht hätte und was ich da an Einnahmen habe, das steht nicht zur Relation. Da kaufen wir uns lieber nochmal einen Schafstall.